So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen hier gerade Kochstudio. Haben uns ein wenig ausgebreitet, weil wir hier genügend Platz in der Hütte haben. Manche Sachen müssen auch ein bisschen trocknen. Hat tatsächlich jetzt mal geregnet. Wenn man dann mal beschließt, auf Tour zu gehen, jetzt endlich, nach all der Hitze, dann fängt es an zu regnen. Typisch. Absolut typisch. Egal. So, folgendes. Ich hatte euch ja schon hier dieses Ding hier gezeigt. Das ist ja diese Kochschüssel quasi, die mittels solcher Heatpacks und chemischer Hitzeerzeugung auf Brandkalk- und Aluminiumbasis entsprechend Hitze erzeugt. Jetzt gab es dazu ein paar Kommentare zu dem Ding. Erstens wollte ich kurz erwähnen, ist kein nicht unbedingt geklaut beim Barocook-System. Saki mag zwar das Barocook-System vorgestellt haben, dieses Trackmates-Dingens, was genau das gleiche ist, mehr oder weniger, habe ich aber schon 2012 mal mit meiner damaligen Freundin in Schottland entsprechend käuflich erworben. Das gibt es also auch schon eine Weile. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dieses Barocook-System gibt, aber vielleicht ist es auch andersrum, wer was kopiert hat. Keine Ahnung, aber jedenfalls nicht so eindeutig. So, zweitens, es ist mir bewusst, dass hier drin auch Aluminium ist, in diesen Heizdingern. Es ist mir aber egal, weil der Dampf von da unten sorgt nicht dafür, dass das da oben Dampf gegart wird, sondern der Dampf von da unten sorgt lediglich dafür, das ist wirklich ziemlich dicht, dass da unten einfach super heiß wird. Da unten hast du dann halt einfach so ein Dampfmilieu, was halt wirklich krass heiß ist, was dann von unten einfach diese Schale erhitzt. Ne? Also der Dampf geht da nicht oben rein. Oder zumindest nur in winzigsten Mengen, weil wenn das da unten so richtig anfängt zu dampfen, dann fängt das da oben auch relativ schnell an, genügend Dampf zu produzieren. Wir haben also Gegengas, was einen gewissen Druck erzeugt. Da unten haben wir Gas, was einen gewissen Druck erzeugt. Das gleicht sich ein bisschen aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich sehr in Grenzen halten wird, was von dem Dampf von diesem Zeug da reingeht. Davon abgesehen ist da Aluminiumgranulat drin, das verdampft nicht. Nicht bei diesen Temperaturen. Das bleibt da unten in dieser Packung. Das macht bloß die Reaktion, ne? Gibt Hitze ab, das Wasser dringt da ein. Das Aluminium wird von mir aus auch in das Wasser abgegeben. Aber das isst man ja alles nicht. Deswegen halte ich dieses System für total unbedenklich und mache mir da wirklich überhaupt keine Sorgen wegen dem Alu, das da drin ist. Von daher ist es ein Risiko, dass ich gerne bereit bin und Evelyn auch einzugehen, wenn man das mal ganz ab und zu mal macht. Zweitens, dieses System ist logischerweise zu teuer, um das oft zu verwenden. Eigentlich sind wir aber von einer enormen Waldbrandgefahr ausgegangen. Deswegen haben wir es jetzt halt eben entsprechend dabei. Was den Vorteil hat, dass wir jetzt hier in der Hütte total legal eben unser Essen heiß machen können, ohne dass wir irgendwie da Angst haben müssen, wenn wir es hier mit dem Kocher hantieren würden, was natürlich theoretisch echt verboten wäre. So, ich habe hier jetzt schon Wasser drin, 120 Milliliter, und schmeiße jetzt mal dieses... Nee, halt. Ich mache erstmal in diese Schüssel, in der schon geschnibbelte Möhrchen sind, unsere Nudeln dazu. Und dann gucken wir mal, was wir im Wasser. Das Problem ist halt, die Schüssel ist ein bisschen klein. Und wir haben hier so drei Pakete von diesen Nudeln. Ja. Gut, das waren ein paar. Kriegen wir auf jeden Fall rein. Ja, und dann Schluss. Das muss dann halt jetzt bleiben. Oder wir machen die anderen Nudeln, wenn wir alles andere draußen haben und es ist noch Resthitze da, dann können wir versuchen, ja, den Rest noch heiß zu machen. Okay, also zwei Packen Nudeln passen da jetzt rein. Wir haben theoretisch noch mehr. Die halt schon ein bisschen klein für zwei Personen. Gut, muss da Wasser dran. Wie viel? Ja, gute Idee. Wie viel habe ich keine Ahnung. Ich werde das jetzt einfach mal so spaßeshalber. Fast wirklich so weit decken, wie es geht. Meinst du? Ja, nicht. Gibt es da nicht so arg wasserig? Ja, wir leeren es ab. Ach so, stimmt. Ja, klar. Weil das sind weiße Nudeln, die doch noch in normalem Wasser sollten gekocht werden. Ich meine aber schon, dass wir jetzt nämlich ganz voll machen müssen. Man darf auch nur bis zu dieser Fülllinie, glaube ich. Okay, das war jetzt auch reichlich Wasser. Es gibt, um das nochmal zu klären, Asianudeln mit verschiedenem Gemüse, je nachdem. Wir wollen dann zwischendrin das Ding immer wieder aufmachen, weil theoretisch sollte das hier eine sehr lange Heizzeit besitzen, so ein großes Pad.
und wollen das immer mal wieder aufmachen und dann je nachdem, welche individuellen Garzeiten die einzelnen Gemüsezutaten haben, wir haben nämlich noch Lauch, da liegt er, schmeißen wir das halt ein bisschen später, ein bisschen früher rein und auch so Sachen wie Gewürz oder was, das würden wir ganz am Schluss nochmal dazu machen, dann nochmal ein bisschen heiß machen. Und wenn wir Glück haben, haben wir danach noch genug Hitze, um die restlichen Nudeln, nachdem wir das hier aus dem großen Topf quasi in unsere Essgefäße überführt haben, um die restlichen Nudeln sind hier nochmal so ein Nudelnest auch noch heiß zu machen. Das ist also unsere Hoffnung. Ne? So, ja, so viel zur Theorie. Hier habe ich schon 120 ml Wasser unten drin. 120 ml Wasser braucht man für so ein Kissen. Und das werfe ich da jetzt mal rein. Und mache jetzt nass und warte mal, bis hier die Luzi abgeht. Wir starren angespannt in das Gefäß. Ja, es geht los. Juhu! Okay, Deckel drauf und ja. Oh, danke, Schatz. Das ist gar nicht drauf, Schatz. Ups. Doch. Ja. Einmal, zweimal, dreimal, so. Und jetzt warten wir. Nett. So, nach nun viel Zeit, die vergangen ist, also schnell geht das wirklich nicht. Gut, man hat zwar draußen Zeit, aber ja, gut, aber es scheint zu funktionieren. Nach nunmehr viel Zeit, die vergangen ist, und zwar circa 20 Minuten, haben wir, also erstens mal das Ding gut heiß. Zweitens, die Nudeln einmal umgedreht, eben vor circa 5 Minuten. Also einmal kurz aufgemacht, Nudeln einmal umgedreht, weil die unteren waren schon weich. Nicht unbedingt super heiß, aber immerhin weich. Und die oberen halt eben noch nicht. Das wäre dann irgendwann wahrscheinlich im Dampf aufgeworden oder von unten hochgezogen. Aber so haben wir jetzt gedacht, geht schneller. Und was wir jetzt tun werden, ist den Lauch hinzufügen. Und da wollte ich jetzt das noch schnell dokumentieren. Lauching. Sag mal, wollen wir da wirklich allen Lauch reinschmeißen? Das ist doch total lauchig. Ja, zwei, drei Stücke noch und dann runterdrücken und gut ist. Okay. Wupp, wupp, wupp. Ja, besser runterdrücken geht nicht. Dann hoffen wir einfach, dass der Lauch da oben dann einigermaßen. Sonst ist der. Gut, wenn der Lauch jetzt noch ein kleines bisschen roh ist. Ist das schlimm? Kann man Lauch roh essen? Kann man schon, ne? Und hoffen wir jetzt, dass der Lauch da noch ein wenig gart. Oder was? Warte, weil ich rühre noch mal schnell um und schmeiße den Lauch nach unten. Sonst geht das ja. Zumindest so anteilig. Am besten das ganze Paket einmal umdrehen. Oh, ist inzwischen heiß. Also inzwischen wirklich heiß. Also das könnte man jetzt von den Nudeln her eigentlich gut essen. Problem ist jetzt unsere Gemüseaktion hier. Kommt ja nicht lange. Erstmal ein Möhrchen. Naja gut, die Möhrchen, die kriegt man da auch nicht gar. Die bleiben halt relativ. Wir wollten doch experimentieren. Ja, ja, eben. So, Deckel drauf. Naja, nee. Wirklich nicht, ne? Knackig. Die sind bestenfalls warm. Kamera soll ich noch ausstellen. Ja, nee, ich wollte das ja noch so weit. Also, das war jetzt unser entsprechender Versuch, das ja, so weit auf die Reihe zu kriegen. Also positiv muss man wirklich hervorheben. Die Nudeln ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Das, wenn man aber da wirklich richtiges Gemüse dran macht. Ja, das muss halt dann schon, das bräuchte halt wahrscheinlich ein bisschen höhere Temperaturen. Und Möhren müssen ja selbst, wenn sie, ne, die müssen schon ein bisschen kochen, wenn die richtig weich sind, gell? Die Nudeln also sollten auch 3 Minuten kochen und sie sind klein geschnitten, aber... Ja, ja. Naja, gut, wir beobachten weiter. Wir haben...
I'm ready. Okay, also folgendes. Wir sind jetzt bereit, die Nudeln spaßeshalber mal abzuleeren. Und dann werden wir versuchen, das heiße Wasser irgendwo zu sammeln. Genau. Die Nudeln machen wir wo rein? Die bleiben. Ach so, genau. Und mit dem heißen Wasser werden wir dann versuchen, nachdem wir die Nudeln soweit fertig haben, also die erste Portion, noch die zweite Portion mit dem gleichen Deep-Pack noch heiß zu kriegen. Keine Ahnung, ob das klappt, aber probieren tun wir es. Durch. Die Nudeln werden noch mit ein bisschen Soße ab. Ach ja, und jetzt leeren das jetzt deswegen ab, um die Nudeln halt eben noch mit Sojasauce anzureichern, sehr asiatisch, und entsprechend noch Gewürzchen dran zu machen. Und dann werden wir versuchen, das dann quasi als nicht wassergetränktes, sondern als trockenes, in Anführungszeichen, Fertiggericht dann nochmal richtig, richtig schön heiß zu kriegen. Keine Ahnung, ob das klappt, aber wie gesagt, wir probieren das jetzt mal. Ich mach's dir auf. Nee, du machst selber. Nee, das da. Mach doch. Okay, gut. Und jetzt? Das ist ein Siebbrett. Kommt's nicht raus. Okay. Kannst du das anfassen? Ja, ja. Du kannst den Deckel wieder drauf machen. Das Ganze nicht zu viel Hitze verliert. Gibt's so nicht immer. Ich halte das jetzt einfach mal zu. Als oben. Okay. Also die Sojasauce und so Asiasauce. Mhm. Noch Gewürz? Kommen wir ja später. Wo ist es? Da. Nee. Da. Da. Ein bisschen rühren. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Ich mache die Nudeln jetzt da schon mal rein. Jo. Sie vielleicht ein bisschen vorab. Sonst können wir es immer noch kurz auf den, kurz auf den Spiegelschüssler schmeißen. Okay, ich bin falsch. Okay, und damit sind wir bei einer Gesamtzeit von inzwischen 35 Minuten. Oh, ich glaube, da sehe ich relativ schwarz für die zweite Portion Nudeln. Weil diese Dinger sollen nur quasi 40 Minuten wirklich heiß sein, dann ziemlich abflauen und noch auf, warm halt, bis 60 Minuten insgesamt Hitze liefern. Und dann lassen wir das Ding immer auf und zu machen. Ja, aber wir werden sehen. Wir probieren weiter. Gleich nicht mehr. So, und damit sind wir jetzt soweit, dass wir hier mal schöpfen können. Denken wir zumindest. Wir haben keine Ahnung. Wir sind jetzt bei insgesamt 38 Minuten oder was Gesamtzeit, seit wir hier gestartet haben. Ich mach mal auf. Schatz, waltest du deines Amtes oder soll ich selber? Gute Idee. Ist ja doch eine ganz gute Portion geworden. Möhrchen. Ja, da hat es Möhrchen. Nicht so viele Möhrchen. Das ist ja meine. Also das ist schon warm, also das ist es auf jeden Fall. Brauchen wir die andere überhaupt noch? Die Frage, ja. Na gut, das müssen wir jetzt fast machen. Ja, für uns sind sie ja eh schon. Ja. Aber weißt du was, ich mache jetzt einfach da rein. Gute Idee. So, und das ist jetzt unser trauriger Versuch, die restlichen Nudeln noch warm zu kriegen mit dem Restpower, die wir hier noch haben. Aber so portionsmäßig haben wir jetzt schon ordentlich was zu essen. Das überrascht mich jetzt fast, muss ich sagen. Also, ihr seht es ja, ich nehme die. Gibt es noch Gewürz? Wenn du möchtest, scharfes Öl. Gewürz, Chili-Pulver und mehr Schafsöl. Okay, aber an dieser Stelle
würde ich sagen, essen wir erstmal und dann gibt es nachher noch ein Fazit in irgendeiner Form. So. Da stehen nicht so, folgendes. Man sieht hier ist gerade nicht viel. Was wir jetzt hier gerade versuchen, hier ist. Nicht gucken. So, jetzt sieht man schön. Evelyn hat ein kleines bisschen was daneben geschmissen, das muss man aber erstmal kennen. Wir haben hier einen winzig kleinen Spiritusbrenner. Ja. Und wir wollen jetzt, obwohl die tatsächlich die zweite Portion Nudeln noch erstaunlich weich geworden ist, das Gemüse halt nicht so, wollen wir jetzt einfach gerne nochmal was richtig Heißes haben. Also es war jetzt für meinen Geschmack nicht warm genug, das Essen. Also es war in Ordnung von der Konsistenz, auch das Gemüse war knackig, aber es war, es war nicht roh. Mach's mal an. Aber ich hätte jetzt einfach jetzt das Bedürfnis einfach nach noch ein klein wenig, also richtig heiße Portionen. Jetzt versuchen wir das einfach mal mit dem Topf hier und dem Spiritusbrenner nochmal so richtig heiß zu kriegen. Das geben wir noch zum Rest, den wir noch eventuell im Teller haben, so wie ich, entsprechend noch dazu. Und ja, aber so als Zwischenfazit zwischendurch kann man vielleicht schon mal festhalten. Und dann würde ich nämlich auch beenden wollen hier das Ganze. Es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen, weil wir ja wirklich auch eine riesen Portion da reingeschmissen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine kleinere Portion, also wirklich eine Ein-Personen-Portion, nee, das ist ja nichts Negatives gegen dich, dass das einfach besser funktioniert hätte, weil weniger Volumen, ne, mehr Power für weniger zu erhitzendes Zeug. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese simple physikalische Rechnung einigermaßen aufgehen würde. Das dampft schon. Ja, da sind wir noch ein klein bisschen drin. Feuer ist schon was Gutes. Feuer ist was Gutes. Ja, also Flamme ist natürlich besser. Ja, das steht in keinem Verhältnis. Das hat auch nie jemand behauptet. Aber was wir hier jetzt machen, ist streng genommen, zwar wahrscheinlich noch recht tolerabel, ne? Aber streng genommen mindestens sehr fragwürdig. Aber mit diesem anderen Ding halt hantieren, da bist du halt wirklich absolut legalitätstechnisch auf der sicheren Seite. Wenn man sich zum Beispiel irgendwelche Gerichte mitnimmt, die echt nur heiß gemacht werden müssen, dann klappt das halt diesem Ding eigentlich ganz wunderbar. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Da kann man auch dann zwei von hintereinander warm machen. Dafür reicht die Heizleistung bestimmt noch aus. Die schreiben auch auf der Packung nicht drauf, dass man damit wirklich richtig kochen kann, sondern da steht schon drauf, man kann sich quasi so Fertigmahlzeiten, die man nur noch heiß machen muss, halt ganz gut zubereiten. Und was anderes hat streng genommen wirklich auch niemand behauptet, ne? Also das muss man ja schon nochmal als positiv eben zur Kenntnis nehmen, dass die Angaben, die der Hersteller macht, die werden auch eingehalten. Was wir jetzt hier halt versuchen wollten, war halt wirklich, kriegen wir da auch was noch Krasseres mit hin. Wir haben noch diverse andere Experimente in Planung. Die werde ich natürlich kameratechnisch etwas kürzer abhandeln, aber also da gibt es dann schon noch was. Und die Nudeln kriegen wir jetzt natürlich nochmal richtig heiß durch Verbrennung von in diesem Fall nicht fossilen Energieträgern, aber trotzdem. Hey, gute Idee. Das ist Zeug vom Tisch. Ah, das ist das Zeug vom Tisch. Schmeiß rein. Aber warte, kann ich es erst ablehren und dann bitte den Rest erst ablehren, wie ich. Naja, macht's gut. Danke fürs Reinschauen, fürs beim Experiment dabei sein und bis zum nächsten Mal.